Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Livestream und Let's Play Wolfenstein The Old Blood AFD Edition. Ist gut, Leute. Nur weil ihr die Straße neu gemacht habt, müsst ihr nicht wie die Irren wieder da runterkloppen. Das habt ihr doch vorher auch schon gemacht. Vollidioten. Das ist, wenn man eine befahrene Hauptstraße wohnt und das Fenster auflassen muss, damit man hier nicht wegschmilzt. Das wird sich alles bald ändern. Dazu werde ich aber morgen noch ein kleines Infovideo machen. Was ich schon mal sagen kann, ich ziehe bald um. Deswegen wird es ab übernächste Woche weniger bis gar keine Streams geben. Für ein paar Wochen, bis der ganze Umzug vonstatten gegangen ist. Aber wie gesagt, da mache ich morgen noch ein Infovideo zu. Morgen früh. Denn morgen Nachmittag schaue ich wieder Fußball. Das ist der andere Grund, weshalb die letzten Tage kein Stream kam. Fußball-WM. Ich bin sonst Liga und so interessiert mich gar nicht mehr inzwischen. War ich früher auch total verrückt danach, aber seit ein paar Jahren auch nicht mehr. Aber WM muss ich mir geben. Also das ist ein Muss. Deswegen habe ich die letzten Tage viel Fußball geschaut und hatte nicht viel Zeit zum Streamen. Jetzt ist gerade das Spiel Kroatien-Nigeria vorbei. Habe ich mir gerade noch gegeben und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt musst du mal noch ein bisschen streamen. Und da habe ich die Old Blood rausgesucht. Jetzt haben wir ja die New Order durch. Die Old Blood ist quasi das, was vor der New Order passiert, also das Prequel sozusagen. Und das wollte ich jetzt mit euch anfangen. Ja, wir nehmen gerade mal einen freien Speicherplatz. Ich habe jetzt noch gar nichts gemacht, wir müssen auch gerade nochmal in den Optionen gucken, ob alles passt. Schwierigkeit. Tut mir nicht weh, lass ihn nur kommen. Puh. Wir machen mal, lass ihn nur kommen, ich habe keine Ahnung. Beutehinweise. Tutorials, ja passt. Steuerung ist okay, Sound. Untertitel. Alle. Danke. Grafik. Weiter der Grafikeinstellungen. Also bitte. Was sich die immer denken? Was habe ich hier? Ein Billo-Pitz hier oder was? Der muss das abkönnen. Anastrophie und so einer Textur. Lobbias, der virtuell natürlich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es mal auf Ultra gestellt. Ich hoffe, das passt jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das andere alles bedeutet. Ehrlich gesagt. Okay, das lasse ich jetzt mal so. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, keinen Plan, was das alles bedeutet. Den Sound. Okay, gut, dann starten wir mal ein neues Spiel, würde ich sagen. Ah, da können wir nochmal. Das sind dieselben Spiele, dieselben Spiele. Dieselben Bilder wie von Wolfenstein The New Order. Finde ich immer noch geil. Wir spielen mal Lass ihn nur kommen. Wenn es zu schwer oder zu leicht ist, behalte ich mir mal vor, dass wir das immer noch ändern. Aber ich spiele mal auf Lass ihn mal kommen. Und ich vermute, es kommt gleich eine Zwischensequenz. Der Krieg ist ja eine Krankheit. So viele Kameraden gehen an ihr zugrunde. Ich spüre den Wind des nahenden Sturms. Hauptquartier des Staatsoberhauptes sprach der Oberbefehlshaber über die jüngsten Erfolge der Armee. Voller Zuversicht, dass der Krieg in nur wenigen Jahren zu gewinnen sei, sprach er dem großen Fortschritt der Waffentechnologie unter der Führung von General Strasse einen großen Anteil an den jüngsten Erfolgen
Ist das Gewicht der Welt auf Ihren Schultern zu schwer, Agent Blaskowitsch? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner geheimen Basis unaufhaltsame Mordmaschinen. Laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis. Burg Wolfenstein. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Das ist womöglich die letzte Chance, bevor das Regime alles Gute in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz, Spezialeinheit des Regimes aus Frankfurt. Die Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Funktioniert ja prima. Sie und ich, Blaskowitsch. Als Team, wir schaffen das. Also gut, Ihre Tarnung ist ehrlich gesagt grauenvoll. Nicht sprechen. Geil. Und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Die Papiere von Kessler sind im Handschuhfach. Da. Nehme ich sie mal aus. Danke. Gut. Gehen wir. Nicht vergessen. Wachsam bleiben. Kein Wort. Und mir nach. Klar? Schweigen kann ich. Aus Frankfurt. Ob das funktionieren wird? Vermutlich nicht. Ach, scheiß drauf. So wie ich das Spiel kenne, wird hier relativ schnell rumgeballert werden. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Der Jäger kommt gleich. Jawohl. Er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Geil. Ja. Läuft. Wen es interessiert, könnt ihr euch alle gerne mal durchlesen. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Alles klar. Gut, los geht's. Bin ich jetzt dran, oder? Ah ja. Guten Morgen, Herr Jäger. Was geht's weiter? Der Hund gefällt mir nicht. Die Papiere, bitte. Ja, hier. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. Geil. Ein Hotdog. Die spinnen die Amis. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Also Greta sieht ganz schön hässlich aus, möchte ich mal kurz sagen. Da haben wir gerade noch mal Glück gehabt. Hotdog. Was genau fällt dem bitte schön ein? Wer kann doch nicht zu einem AfD-Dealer Hotdog sagen? Also, unglaublich. Naja, wir haben es geschafft. Das ist alles, was zählt. Und wir sind an diesem Jäger-Typi vorbei. Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Helga Stellvertreter. Er soll seine jungen Gefangene aus dem Burggefängnis zum Fraß vorwerfen. Das ist nicht nett. Aber was will man noch erwarten? Rudi Jäger. Bevor er sein Dienst war. Okay. Hässlicher kleiner Bursche. Guten Morgen, guten Morgen. Gute Nacht. Morgen. Gute Nacht. Was ist da unten? Wir haben sowohl die Einrichtung vergessen. Keine Sitze. Helga
Guten Morgen. Wollte ich nur noch mal, ne, zur Verabschiedung. Ausgewählt von Totenkopf selbst. Wo ist hier der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge? Hatte mal das Pech, hier bei einem Einsatz in Tansania über den Weg zu laufen. Habe ich das schon erzählt, Blaskovic? Hatte Schwarzwasserfieber damals. War der schlimmste Tag meines Lebens. Das glaube ich. Nicht mal eine ausgiebige Whisky-Kur hat geholfen. Glauben Sie das? Na, was soll's. Diese Burg, sie gehört Helga. Ihr okkultes Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Habe ich im letzten Teil. Helga ist da ganz entscheidend. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Sobald wir die haben, nun, nutzen wir die Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt. Klingt doch nice. Nehmen diesen Scheißkrieg um und komm zurück, pünktlich zum Tee. Immer diese Engländer. Was haben die nur mit Tee? Errungenschaft freigeschaltet, Geheimagent. Nice. Gut, los jetzt. Ich schalte den Alarm aus. Wohin muss ich? Sie gehen zur Helgas Forschungszentrum. Wir bleiben mit Funkkontakt. Halten den Kanal auf. Ah, hier. Okay. Was ist hier? Nichts. Okay, gut. Suche Helgas Forschungszentrum. Ey, der fährt ja weg. Lässt er mich hier alleine? Was für ein Arsch! Expedition Wolfburg, hören Sie mich? Ende. Ich bin gerade beschäftigt. Ich wollte mich nur vergewissern, ob der Laderoboter auch gut angekommen ist. Ende. Oh, Ihre Fürsorge ist wirklich reizend, Karl. Ja, wir haben ihn gestern bekommen. Ich zeige mich erkenntlich, wenn ich zurück bin. Ich hätte da eine ausgezeichnete Flasche Riesling. Ende. Danke Ihnen. Immer wieder gern. Fragen, ob Sie etwas gefunden haben. Ende. Es ist schon eine Weile her, seit mich eine Expedition so fasziniert hat. Es ist schon eine ganze Weile her, seit mich ein Gespräch so gelangweilt hat. Sitz dich wieder hin und penn. Hey Buddy. Treten Sie bei Infanterie. Interessiert mich nicht. Okay. Machen wir mal weiter hier. Gut. Was genau ist mit dem Boden passiert? Okay. Jetzt geht's Geballere los. Mich nicht sehen. Zumindest noch nicht. Okay, okay. So. Schön Munition snacken. Wo ist denn unser kleiner Freund? Oben auf dem Laufsteg, BJ. Nicht schießen. Ich bin's. Alter, erschreck mich nicht so. Okay. Erstmal noch alles hier. Ich seh mich hier oben rum. Halte Ausschau nach einem Tresor. Da muss die Akte drin sein. Schön, Helga. Wo versteckst du deine Geheimnisse? Gute Frage.
Aber das hat Helga wohl noch nie ver. Viel mehr Waffen haben wir im Moment noch nicht. Ja, ja, mach mal keinen Stress hier. War das gerade ein Skyrim-Helm? Okay. Wo ist das Funkgerät? Kannst du mir genau sagen, wo das Ding ist? Ach, hier. Also wenn das gerade ein Skyrim-Helm war, fand ich das ziemlich cool. Ihr Speer, rufe Falcon Nest. Falcon Nest, over. Hier Falcon Nest, over. Falcon Nest, wir können Lucys Geschenk nicht finden, over. Speer, habe Neuigkeiten zu Lucys Geschenk. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Alles Weitere besprechen wir dann, over. Roger, Speer aus. Scheiße. Das war nicht gut. Ja, ich weiß, dass die alles Gute vernichten wollen. Mich inklusive. Die sind doch dabei, mich zu vernichten. Finde ich alles nicht nett. Alter. Diese Wichser. Mist. Zum Glück liegt hier genug Muni. Da ist gerade was in die Luft gesprengt worden. Ja, ich wechsle auch die Position. Willst du auch noch eine Granate werfen? Gerne Ringelreihe mit euch, aber ihr müsst euch anstellen, Leute. Wie sieht's mit dem Ausgang aus, Wesley? Wichser. Noch eine Chance. Kessler weiß was. Schrotflinte. Wo bist du? Oh, da. Wir treffen Kessler am Dorfgasthaus. Verstanden. Geschafft. Sieht die Frau hässlich aus. What the shit? Ja, ja, mach mal keinen Stress. Ich sag doch, mach mal keinen Stress, ich will mich erst umgucken. Die haben ja echt schräge Deko. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ey, immer weiter! Die haben ja unglaublich schräge Deko. Scheiße. Oh fuck. Au. So viel zum Thema Hotdog. Tester Softworks. Eine Ratte. Und Präsenz.
a game. Bye. Machine Games. Wolfenstein. The Old Blood. Au, das tut weh. Teil 1. Rudi Jäger und die Höhlen der Wölfe. Kapitel 1. Gefängnis. Okay. Au. Oh Mann, Blaskovic. Du bist ganz schön fertig. Ja, das tat weh. Blaskovic? Ii. Hey, Blaskovic. Sind Sie wach da drin? Nee, ich tu nur so. Was ist das denn? BJ. Au! Ratten. Lottis Brief. Was? Lotti macht hier auch mit? Wie geil. Wer auch immer diese Zeilen liest. Ich heiße Lotti Kohl. Ach so, heißt Lotti mit Nachnamen. Okay. Ich wurde hier von Helga eingesperrt. Bitte kontaktieren Sie meinen Vater in Wolfsburg. Sein Name ist Robert Kohl. Kann ich das? Ne? So? Er arbeitet in der Bibliothek. Sagen Sie ihm, dass Helga in der eingeweihten Kirche forscht. Bitte, es ist sehr dringend. Sagen Sie ihm. Alter. Das hätten Sie besser machen können. Sagen Sie ihm auch, dass ich ihn liebe. Ja, von mir aus. Ja, ich bin hier, Wesley. Gut, gut. Ich bringe uns hier irgendwie raus. Waren Sie schon mal in Snowdonia, Blaskovic? Nee, war ich nicht. Ist unglaublich majestätisch und schön dort. Hügel über Hügel, soweit das Auge reicht. Mein Vater war dort mit mir manchmal wandern, vor dem Krieg. Damals war ich glücklich. Er hatte immer einen Korb mit Brot und Käse dabei. Ein Bier für sich und eine Limonade für mich. Das hört sich nicht gut an. Okay, wir haben eine neue Waffe. Okay. Das ist ein bisschen komisch zu steuern hier. Aber nice, dass wir sowas mit eingebaut haben. Oh fuck. Ich habe das Gefühl von den Dingern. Hängen an diesen Kabeln. Wenn ich den Strom abschalte, geht sie vielleicht aus. Ich glaube, mit den Dingern sollte ich mich nicht anlegen. Wie genau soll ich den Strom abschalten? Damit? Sieht mir wie ein Generator aus. Okay, sobald er hier vorbeiläuft, gehe ich mal dahin und schaue mir den Generator mal an. Habe ich mal erwähnt, dass ich Schleichmission hasse? Das war scheiße. Hätte ich das gedrückt halten müssen?
Ich bin mir da nicht sicher. Jetzt muss ich wieder abwarten, bis der Idiot weg ist. Okay. Jetzt halte ich mal gedrückt. Mal schauen, was dann passiert. Okay. Wohin läuft der? Läuft immer nur nach links und rechts, oder wie? Okay. Ich hasse solche Missionen. Nice. Solche wie dich habe ich schon in Totenkopflaboren gesehen. Jetzt muss ich. Okay, jetzt weiß ich aber, wie ich die ausschalten kann. Das ist schon mal nice. Jetzt weiß ich auch, dass ich sie ausschalten kann. Ich muss sie eigentlich nur ausschalten und vom Strom trennen. Das ist cool. Sobald er sich wieder umdreht, dieser schwache Mart, werde ich ihm wieder den Strom nehmen. Und dann gute Nacht. Gute Nacht, Wichser. Easy. Eigentlich. Hier ist eine Karte. Okay. Ich muss hier lang und dann da lang. Finde Wesley. Okay. Easy as can be. Naja, ich glaube, dass mir dieser Roboter hier das zu schaffen machen wird. Okay. Das könnte schwieriger werden. Das könnte richtig arschig werden. Das wird richtig kacke. What the fuck, einfach nur.
Okay. Nummer 1 ist weg. Jetzt muss ich warten, bis Trottel Nummer 2 wiederkommt. Denn ich glaube, im Nahkampf gegen diese Viecher habe ich keine Chance. Man merkt auch wirklich, dass es das Prequel ist, denn der New Order konnten die Biester sich schon ohne Strombewegung fortbewegen. Ohne Strom fortbewegen. Ihr wisst, was ich meine. Du hast nichts gesehen. Du siehst mich nicht. Ich bin gar nicht da. 2 ausgeschaltet. Okay, die Dinger sind easy eigentlich. Wenn man sie voneinander trennt. Oh fuck. Oh fuck. Okay, vergiss es, was ich gesagt habe. Die Dinger sind nicht easy. Die Dinger sind absolut nicht easy. Oh fuck. Scheiße, jetzt stecke ich richtig hinter. Alter. Scheiße. Okay, die Dinger sind nicht easy. Die Dinger sind absolut nicht easy. Ernsthaft. Ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Okay, die Mission geht mir echt jetzt schon auf den Sack. Au. Ja, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr, ob ich jetzt noch den Nerv für sowas habe. Schleichmission. Dafür muss ich mir echt Zeit nehmen, wenn ich Lust für so einen Scheiß habe. Ich wollte mich eigentlich auch nur zu Wort melden, dass ich noch da bin. Nicht, dass ihr euch wundert, warum streamt Sari nicht mehr. Wird die nächste Zeit einfach wenig, weil WM und Umzug und Arbeit und ihr kennt's. Wie gesagt, ich mache dann morgen auch noch ein Infovideo zu. Jetzt habt ihr erstmal ein bisschen wieder eine halbe Stunde oder so zum Gucken. Tut mir leid, dass es so wenig ist, aber wir haben jetzt auch schon wieder 11:45. Ich war den ganzen Tag am Fußball schauen, Sachen erledigen und boah, ja. Morgen weiß ich nicht, ob das Stream kommt. Morgen spielt Deutschland, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Vielleicht danach, das weiß ich aber noch nicht. Ich muss ja Montag auch wieder arbeiten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Sorry, dass die Folgen jetzt zu kurz sind, aber das wird sich in den nächsten Wochen so durchziehen, falls überhaupt Folgen kommen. Wie gesagt, morgen Infovideo. Schaut rein, haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Zaragoza. Tschüssi.